Roter Teppich, Blitzlichtgewitter und Besucher aus der ganzen Welt. Zum 22. Mal fand vergangenes Wochenende das Richard-Wagner-Festival in Wels statt. Wir haben Konzerte gemacht, beginnend mit der Eröffnung des Theaters und haben dann Professor Schneider-Simsen zufällig kennengelernt und der hat gesagt, machen wir doch einmal szenische Oper. Und das war eigentlich ein Versuch 1995 und das hat so eingeschlagen, dass darauf das Festival entstanden war. Gäste sind, wenn man sagt, für alle vier Veranstaltungen, wir sagen ungefähr 2.500 Menschen in Wels, die also wirklich alle von auswärts kommen. Wir haben voriges Jahr aus 11 Ländern Besucher da gehabt und da ist aber auch Übersee dabei, muss man wirklich sagen. Das sind zum Teil, das sind Japaner, die kommen jedes Jahr, die teilen sich ihre Geschäftsreisen einfach so ein, dass sie sagen, ja, und das Wagner-Festival können wir da mit dazu nehmen. Kultur und Wels gehört natürlich zusammen, das ist ganz klar, das ist eine tolle Symbiose und es gehört auf jeden Fall auch dazu, dass man die Stadt und dass so ein Kulturträger da zusammenarbeiten, das ist ja selbstverständlich. Richard Wagner und Wels gehört inzwischen schon ganz fest zusammen. Wir waren noch nie in Wels und wir haben noch nie was von Wagner in Wels gesehen, aber viel davon gehört und wollten uns gerne selber überzeugen, ob es so gut ist, wie man immer sagt. Wir kommen jedes Jahr her, weil hier in Wels Wagner noch so unverfälscht dargebracht wird, wie wir es uns vorstellen. Und deshalb scheuen wir die Mühe nicht und sind jedes Jahr hier. Nach Bayreuth fahren wir nicht mehr. Ich fahre seit ungefähr 4 bis 5 Jahren nicht mehr nach Bayreuth. Ich bin nicht gewillt, mir diese entstellten Inszenierungen weiterhin anzusehen. Da kann ich mein Geld besser anlegen. Es ist wunderbar, sehr intim. Es sind wirklich auch sehr große Wagner-Kenner aus der ganzen Welt hier, die aufgrund von der privaten Verbindung auch mit Frau Doppler und ihrem Vater vor allen Dingen auch, der dieses Festival ja gegründet hat, hierher kommen und in großer Freundschaft und Verbundenheit hier sind. Ich bin ja schon das dritte Mal hier. Vor 3 Jahren das erste Mal das absolute, man möchte jetzt nicht sagen nicht Wagnerianerin, aber auf jeden Fall eher unbefangener Gast hergekommen, mittlerweile schon ziemlich in der Materie drinnen und jedes Jahr erneut begeistert und bin sehr gespannt, wie es heute wird. Ach, wissen Sie, ich gehe seit 75 Jahren in die Oper und ich habe schon alle Variationen von Inszenierungen gesehen, glaube ich, die es so ziemlich gibt. Wels habe ich noch nicht gesehen, jetzt habe ich mir gedacht, das muss ich mir mal anschauen. Höhepunkt des Festivals waren auch heuer wieder die 2 Tristan und Isolde-Aufführungen. Mit Dirigent Ralf Weikert und den Hauptdarstellern Stig Andersen und Jane Kasselmann. Eigentlich ist es die erste Wagner-Oper, die ich in Bayreuth gesehen habe, war das. Und die mich damals eigentlich sehr beeindruckt hat. Und das war eigentlich ein Zufall, dass wir genau vor 22 Jahren auch hier mit Tristan und Isolde angefangen haben. Ja, mein Gott, die Musik ist ja ungeheuer, ne? Die Musik ist so ungeheuer, also die Musik ist doch eigentlich in Musik gesetzter Geschlechtsverkehr. Und so müssten sie sich ungefähr auf der Bühne benehmen. Natürlich nicht so genau. Sicherlich nicht das im Allgemeinen. Also nicht, dass es eine große Liebesgeschichte ist, sondern dass es ein großer Loyalitätskonflikt ist. Und der wird unterschiedlich gelöst. Für ihn wird er gelöst, dass er den Tod für sich sucht. Und für sie wird er gelöst, weil die Liebe ja angeblich alle Schwierigkeiten überwindet. Tristan und Isolde, was soll ich damit verbinden? Ich kenne das Stück von vorne bis hinten und es ist für mich eben immer wieder schön, wie Wagner mit wenig, eigentlich mit sehr wenig Noten, ein so grandioses Werk geschaffen hat, was einen derart fasziniert, dass man gar nicht genug davon bekommen kann. Ja, das ist halt eine Liebesgeschichte. Also es ist eine tragische Liebesgeschichte, finde ich persönlich sehr schön.
Naja, da geht es um die wirkliche Liebe. Ja, das ist die Faszination, mit der sich der Richard Wagner auseinandergesetzt hat, ein Stück zu schreiben, wo praktisch man nur lieben kann und das Ganze im Tod. Also geht es immer nur um Erlösung und das ist halt schön. Ach, lieber Herr, Sie sind noch sehr jung. Bei Tristan und Isolde tut einem selbstverständlich die Liebe faszinieren. Zufriedene Besucher, wohin das Auge reicht. Und das schon seit über 20 Jahren. Die Zukunft der Veranstaltung steht dennoch auf äußerst wackeligen Beinen. Wir haben eine Zusage bis inklusive 2013. Wir haben aber leider auch die Bestätigung auch von bekommen, dass nach 2013 nichts mehr kommen wird. Also wir wissen, dass wir nach 2013 von der öffentlichen Hand kein Geld mehr bekommen. Das heißt eigentlich, wenn nicht irgendein Wunder passiert oder ein privater Sponsor kommt, ist 2013 das letzte Festspieljahr. 2013, wann das Musiktheater in Linz eröffnet wird, dort wird der Ring dann aufgeführt von Richard Wagner und da werden natürlich am Anfang einmal alle Leute nach Linz fahren. Ich glaube aber, dass sie nachher nach Wels zurückkämen, weil hier in Wels wird bei Richard Wagner einfach die Tradition gepflegt und keine modernen Inszenierungen geboten, die also viele Besucherinnen und Besucher eigentlich nicht wollen, die modernen Inszenierungen. Wenn es genügend Leute gibt, die damit zahlen, dann kann man es weitermachen. Ne?